Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Kinderbuggies. Damit ihr das richtige Modell für euer Kind finden könnt, werden wir euch hier drei verschiedene Buggies von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. Die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen werden wir euch als Vorstellung hier nennen, damit ihr einen guten Überblick bekommt. Wenn ihr dann noch weiter zu den Modellen recherchieren oder eines zu euch nach Hause bestellen wollt, schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Unter diesem Video haben wir euch alle drei Buggies dort auch verlinkt. Starten wir das eigentliche Video nun mit dem ersten und auch günstigsten Kinderbuggy. Es handelt sich um den Runner 2 von Hauk. Dieses dreirädrige Modell ist mit bis zu 25 Kilogramm belastbar. Es besteht aus einem robustem Aluminiumgestell mit vielen hochwertigen Kunststoff- und Textilelementen. Das Modell ist vor allem für eine hohe Vielseitigkeit ausgerichtet. Durch die drei großen, profilstarken Räder ist dieser Buggy für jedes Gelände geeignet. Die 15 Zoll Lufthinterräder passen sich gut an verschiedene Bedingungen an, womit nicht nur glatte Straßen, sondern auch beispielsweise unebene Park- oder Waldwege mit dem Runner bewerkstelligt werden können. Überzeugend tut das Modell aber vor allem durch seine verschiedenen Verstellmöglichkeiten. Sowohl dem Elternteil als auch dem Kind wird die Fahrt hier so angenehm wie möglich gemacht. Dazu gehört die Verstellung der Rückenlehne von einer Sitz- in eine Liegeposition, der Regen- und Sonnenschutz, welcher ebenfalls ein- und ausgeklappt werden kann, sowie auch der Höhen- und Winkelverstellbare Schiebegriff. Auch dabei ist ein Belüftungsfenster, womit das Kind immer genug Sauerstoff abbekommt. Des Weiteren dabei ein XL-Korb an der Unterseite des Buggys, welcher für genügend Verstauraum sorgt. Auch ist das Modell durch den 5-Punkt-Gurt sehr sicher für das Kind, besitzt weiche Gurtpolster sowie einen zusätzlichen Schutzbügel. Der Buggy ist nach den europäischen Sicherheitsstandards getestet und ist in drei verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Zudem ist das Modell mit nur einem Handgriff natürlich sehr leicht zusammenklappbar und kann dadurch auch einfach im Haus oder der eigenen Wohnung verstaut werden. Der Runner 2 besitzt schon all das, was man grundsätzlich von einem Buggy erwartet. Was uns persönlich beim Runner gut gefällt, sind die großen Räder und die Flexibilität, die man durch diese bekommt. Ein solides Modell, welches in Sachen Qualität und Bequemlichkeit die Mindeststandards auf jeden Fall erfüllt. Wer vor allem ein günstiges und solides Modell haben möchte, der entscheidet sich für den Runner 2 von Hauk. Mehr Infos zum Modell könnt ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung erfahren. Bleibt aber auch gerne noch dran, denn nun möchten wir euch noch zwei stärkere Modelle vorstellen. Unser persönlicher Favorit ist das nächste Modell, der Easy Life von Recaro Kids. Der Easy Life Buggy ist für Kinder im Alter von 6 Monaten bis zu 3 Jahren geeignet. Er kombiniert die Flexibilität eines Buggys mit dem Komfort eines vollwertigen Kinderwagens. Dazu gehört unter anderem die verstellbare Rückenlehne, die ergonomische Sitz- und Liegefläche, welche eine extrem starke Polsterung besitzt, welche auch am Kopfteil noch einmal verstärkt ist. Des Weiteren verfügt der nur 5,7 Kilogramm schwere Buggy über 8 Räder, welche sehr leichtgängig sind und eine Rundumfederung besitzen. Diese machen die Fahrt auch bei unebenen Böden sehr, sehr leicht. Des Weiteren kann man hier auch eine Babyschale auf dem Modell montieren und die Flexibilität des Recaro Kids so noch weiter erhöhen. Weitere Vorteile des Modells sind der verstellbare Regen- und Windschutz, der Verstauraum an der Unterseite des Buggys und natürlich die Ergonomieeinstellungen des Schiebegriffs, welcher in der Höhe und im Winkel verstellt werden kann und eine zusätzlich sehr starke Gummipolsterung besitzt, die das Schieben auch über längere Zeiten für das Elternteil angenehm macht. Des Weiteren sieht das Modell unserer Meinung nach auch ziemlich gut aus. Erhältlich ist der Recaro Kids Easy Life auch in verschiedenen Farbvarianten, angefangen von einer simplen schwarzen bis hin zu einer rosa oder auch blauen sowie gelben Variante. Auch dabei ist natürlich ein Klappmechanismus. Dieser kann mit einer Hand betätigt werden und faltet den Buggy auf ein sehr kompaktes Faltmaß zusammen. Die größte Besonderheit des Recaro Easy Life ist vermutlich aber die praktische Push-Push-Funktion. Selbst mit offenem Schuhwerk wie Flipflops kann man diesen Wagen ganz einfach bewegen und auch feststellen sowie wieder lösen. Durch die großen, leicht laufenden Räder ist hier ein extrem hoher Fahrkomfort gewährleistet und das Feststellen und Lösen der Bremse wird besonders einfach gemacht. Der Recaro Easy Life überzeugt, wie ihr gehört habt, auf verschiedenen Ebenen. Wir sind vom Modell absolut überzeugt und können das Modell nur empfehlen. Vor allem, weil ein Buggy ja für eine größere Zeitspanne beim Kind benötigt wird, lohnt es sich etwas mehr zu investieren und das Geld für einen starken Buggy wie eben dem Recaro Easy Life in die Hand zu nehmen. Wenn ihr noch mehr zum Modell erfahren wollt, könnt ihr das gerne über den zweiten Link in der Videobeschreibung tun. Dort haben wir ihn mit dem tagesaktuellen Preis auch verlinkt.
Bleibt aber auch gerne noch etwas dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch das absolute Premium-Modell vorstellen. Herausgesucht haben wir den Metro Plus von Ergo Baby. Hier handelt es sich um einen sehr komfortablen und flexiblen Kinderbuggy. Mit nur 8 Kilogramm Eigengewicht ist dieser Buggy ein echtes Leichtgewicht und sorgt durch die stabile Konstruktion dabei aber für eine hohe Tragfähigkeit von bis zu 22 Kilogramm. Geeignet ist das Modell für Kinder bis 6 Jahren und überzeugt durch sehr viele verschiedene Funktionen. Beispielsweise die Klappbarkeit der Rückenlehne, sodass man aus dem Buggy hier auch eine Art Kinderwagen mit nur wenigen Handgriffen herstellen kann. Auch überzeugt die große und gut schützende Haube, welche das Kind vor Sonne und Regen schützen kann, der große Ablagekorb für Taschen und Einkäufe sowie auch die Feststellbremse, mit denen man den Kinderbuggy sichern kann. Das Hauptverkaufsargument des Metro Plus ist hier aber vor allem die hochwertige Verarbeitung. Das Modell hat eine sehr stabile Konstruktion und besteht auch bei der Polsterung aus Multizonen-Schaumstoffpolstern, genauso wie beim Gurtpolster, ist beim Handgriff zum Beispiel auch aus veganem Leder gefertigt und besitzt zudem auch ein sehr hochwertiges Edelstahl-Radlager für eine besonders starke Leichtläufigkeit und Hochwertigkeit der Räder. Eines der Hauptverkaufsargumente ist unserer Meinung nach bei Metro Plus auch seine Faltbarkeit. Das Modell ist mit Abstand auf das kompakteste Faltmaß klappbar und kann dann ganz einfach wie eine Tragetasche transportiert werden. Für wen vor allem ein kompaktes Faltmaß und eine hochwertige Verarbeitung mit den allerbesten Materialien im Vordergrund steht, der entscheidet sich für den hochwertigen Metro Plus. Mehr Infos zu diesem Buggy erfahrt ihr über den dritten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch noch alles genau zum Modell durchlesen und es mit eurer Lieblingsfarbvariante bestellen. Unser Favorit ist und bleibt aber vermutlich der Recaro Kids Easy Life, da er für uns mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis kommt. Für welches Modell werdet ihr euch entscheiden? Lasst es uns gerne mal in den Kommentaren wissen und gebt uns doch auch gerne eine Bewertung ab, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank ansonsten fürs Zuschauen und damit viel Spaß mit eurem neuen Kinderbuggy.